Bevor wir mit den Ausgaben weiterarbeiten, formatieren wir die bisherige Datei noch etwas. Unter anderem sollte hier das Zahlenformat anders sein. Im Moment sind es einfach nur nackte Zahlen. Hier sollte aber noch Schweizer Franken drinstehen. Ich wähle die ganze Spalte aus, indem ich in den Spaltenkopf F tippe und wähle hier. Ich bin immer noch im Reiter oder wieder im Reiter Start für das Zahlenformat Buchhaltung und automatisch wird mir das mit Schweizer Franken formatiert. Wenn diese Rautenzeichen kommen, so heißt das, dass zu wenig Platz ist, um den Inhalt anzugeben. Da kann ich diese Spalte etwas in die Breite ziehen. Genauso bei der Spalte E, das sollten auch Schweizer Franken sein, also ebenfalls Buchhaltung. Übrigens, diese Formatierung kannst du selbstverständlich auch noch über weitere Zahlenformate ändern. Hier hast du dann die Möglichkeit, die Anzahl Dezimalstellen und so weiter noch anzupassen. Auch die Spalte E muss noch etwas breiter sein. Dafür können wir vielleicht C ein bisschen schmaler machen. Und die Einnahmen, die sind jetzt ein bisschen unglücklich platziert. Die sehen aus wie ein weiterer Posten. Das nehmen wir ein bisschen weiter nach unten. Wenn ich diese Zeile überfahre und mich dem Rand nähere mit der Maustaste, so verwandelt sich der Mauszeiger in ein Händchen und jetzt kann ich diesen ausgewählten Bereich nach unten ziehen. Der soll nun fit sein und über dieser Summe soll eine Linie platziert werden. Das mache ich über dieses Symbol hier, Rahmenlinie, und ich tippe hier auf dieses Dreieck, damit ich alle Rahmenoptionen zur Auswahl habe und hier wähle ich Rahmenlinie oben. Übrigens, für ein Total wird meist Rahmenlinie oben und doppelte unten gewählt. In diesem Fall aber nur Rahmenlinie oben. Jetzt wäre auch gleich die Gelegenheit, die Datei zu speichern. Datei speichern und ich werde nach dem Speicherort, das soll der Schreibtisch sein, und dem Namen gefragt. Ich wähle hier immer ohne dieses Häkchen Suffix ausblenden, damit man das Format sieht. Und XLSX ist auch im Moment wirklich das Standardformat. Wenn du diese Datei mit jemandem tauschen möchtest, der noch mit einer sehr alten Excel-Version arbeitet, dann wäre es das Format XLS.